heute Morgen ist eine GT 57 bei uns auf dem Hof gelandet. Wasserkühlung. Geil. Mal gucken. Die ist schön geputzt. Die glänzt ja wie eine neue. Was hat sie denn gelaufen? Mein Gott. Die hat erst knapp 12.000 drauf. Das ist ja cool. Die Armaturen sind auch geil. Yes. Und mal gucken. Die Scheibebremse, die geht fantastisch bei dem Motorrad. Hat auch Starflexbremse da oben drin. Natürlich ein riesen Kühler. Ja, früher waren das hier noch richtige Fässer. Sieht cool aus. So, auf der rechten Seite hat sie zwei Ruhen. Ich komme jetzt hier nicht richtig rum. Und da hat sie einer. Nee, zwei. Zwei, ja, ach so. Ah, scheiße. Also, das ist doch... Die hat doch nur drei Zylinder. Das ist eine Verarschung. Ja. Junge, Junge, Junge. Blendwerk. Ein Auspuff zu viel. Na gut, dumme Sprüche weg. Sieht echt noch cool aus, das Ding. Ja. Büffel für Baujahr. Ich glaube 1972. Aha. Die hat sogar eine Anlasse, gell? Ja. Das ist auch cool. Das Motorrad hat Kickstarter und Anlasser. Also lassen wir sie mal laufen. Der Gang haben wir draußen, yes. Und dann drücken wir hier auf das Knöpfchen. Das war ganz andere Musik. Scheiß Brutzler. Das war ganz andere Musik. Cool. Ist das gute Stück auch zu verkaufen? Eventuell. Jo. Was willst du denn haben? 7.999. Du bist doch besoffen. Nein. Die hat ja 9 nicht so viel gekostet. Ja. 6.000 Mark vielleicht. Ja. Wieso die haben sie damals neu gekauft. Wieso willst du für die alten Schüssel noch jetzt so viel Geld haben? Ist das Wetterlach oder was? Ach, ich weiß ja, die hat mich nie enttäuscht. Aha. Ich hab doch schon gehört, du hast doch schon trocken gefahren. Bei 130 Kilometer musst du doch auf Reserve schalten. 138 Kilometer. Ach doch, so viel. Das sind ja fast 140. Ja. Aha. Leute, wisst Bescheid, ne? Wo was rauskommt, läuft auch was rein. Oh, der haut auf die Kacke hier. Das Reifenprofil ist ja auch noch gut. Was ist denn das für Schulkennzeige drauf? 3 bis 10. Das ist doch nur was so für Sonntagsbiker. Schön Wetterfahrer, Warmduscher, genau, Warmduscher. Gut, der Preis, was er da jetzt gesagt hat, ich weiß ja auch nicht, vielleicht ist er verhandelbar. Da müsst ihr halt mal euch bei dem melden. Aber hier mit den Fußrasten und so. Das ist alles top, da ist nichts abgegriffen. Auch vorne die. Das sind so die Kleinigkeiten. Auch hier kein Rost, gar nichts. Hier nimmt mit Bremssuch, ne? Das ist auch cool. Trommelbremse ist auch klar. Aber das Ding ist recht schön. Gibt es zwar nichts. Nur der Benzinverbrauch wäre mir zu hoch. Ich bin nämlich ein Sparfuchs. Ich habe nämlich auch so einen Zweitakter, so RD, die ist bei 80 Kilometer übrigens leer. Ja, ich hole immer den Gang raus und die Zündung aus. Ah. Und dann doch noch 138 Kilometer weit? Oder kommst du da weiter? Nee, das habe ich nicht mit eingerechnet. Ach so. Gut, Leute, ihr wisst Bescheid. Die hat einen schönen Wasserkühler da drauf. Da geht ja ein Haufen Frostschutz rein. Ein riesen Ding. Und wenn der nachher losbrummt, dann mache ich noch mal Aufnahme.
So, jetzt ist er weg. So ein Wasserbüffel, der macht schon Musik. Also muss ich sagen, interessiert mich auch.